Jo, da sind wir wieder zurück. Heute das Qualifying. Es wird das erste Mal ernst hier in FIA 2021. Und ja, Bahrain, mal gucken, was das betrifft. Trainings waren okay. Es war erfolgreich. Wir haben unsere Trainingsprogramme abgespult. Und wie gesagt, jetzt wird das erste Mal ernst. Los geht's. Los geht's, los geht's. Dann gucken wir mal, wo wir dann am Ende stehen. Ob es möglich ist, überhaupt hier Punkte mitzunehmen zum Auftakt. Oder ob wir absolut im Niemandsland irgendwo rumdümpeln. Das kann natürlich auch sein. So, das ist Bahrain. Und jetzt hast du da Bahrain bei Nacht. Wir sind immer noch in der Zweispielerkarriere. Das ist bleibt alles so wie gehabt. So, ich muss noch was umstellen eigentlich. Tatsächlich, ich wollte nämlich Karriereeinstellung verhelfen, Wochenendschaltung, Google, Kameranpassung und Grafikeinstellung. Grafikeinstellung, das könnte sein. HDR, Auto, aus. Nee. Warte mal gerade kurz. Wo ist denn das? Telemetrieeinstellung. Übertragung. Ich würde nämlich gern mal. Das allgemeine Einstellung, nee, warte mal, was denn? Fahrhilfen. Kann ich das nicht umstellen? Auf. Global. Ist das hier unten irgendwo? Nee. Ah, hier oben. Bildschirmanzeige auf KMH. Das wollte ich haben. So, bist du schon auf der Strecke? Ja, ich bin raus. Alles klar, gucken wir mal, was läuft. Ab jetzt dürfen wir nämlich nichts mehr am Auto verändern. Jetzt fahren wir das erste Mal raus. Ab jetzt nämlich greift das. Und ich finde cool, dass die Kamera umschwenkt auf das Auto oben drauf. Dass das deine Cockpit-Kamera anzeigt. Deine ATV-Kamera anzeigt. Jo. 18 Minuten. Das, jetzt müssen wir gucken, was passiert. Ja, du kannst immer noch nicht auf Fett umstellen und so, ne? Benzingemisch. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Okay. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich glaube, du kannst in dem Rennen sogar nur Standard fahren. Was ich ein bisschen schade finde, weil du hast ja eigentlich normalerweise im Dings Maximum oder du oder das Fett ist das Standard, dass du nur noch Standard und Mager hast. Das kann natürlich auch sein. Weil ich bin immer gerne mit 4,5 Runden plus gefahren und Sprit und habe dann fast durchgehend auf mehr Fett gefahren, um eine kleine um dran zu bleiben oder überholen zu können strategisch. Dass du das jetzt ein bisschen rausgenommen haben, um da vielleicht zumindest eine Chancengleichheit zu schaffen. Naja. Wir werden versuchen, zu einer Erfahrung zu bringen, ob es funktioniert. Oder ob das einfach wieder nur ein Einstellungsfehler ist von mir. Nee, ich habe das irgendwo schon mal gelesen gehabt. So, 15 Minuten haben wir noch. Die ersten 3 Minuten sind schon rum. Wir haben immer noch keine Runde angefangen und. Naja. Das werden wir aber jetzt nachholen. Gehen wir mal auf die Schnelle. Und die erste Bestzeit ist Nikita Mazepin, 1:29.4. Du kannst auch nicht mehr während der Runde nicht mehr ändern, sehe ich gerade. Also, wenn du die Runde auf Standard beginnst, kannst du die Runde auch nur noch auf Standard fahren. Ja, jetzt geht nur noch auf den Mager zurück. Nee, gar nicht mehr. Du kommst da gar nicht mehr drauf. Ah, okay. Ja, Nikita Mazepin, so wie er genannt wird, gerne. Wobei das mittlerweile auch besser geworden ist bei ihm. Muss man sagen. Aber ich glaube, jeder, der über ihn lacht, kriegt das
wird ein Formel 1 Auto nicht mal 5 Meter geradeaus bekommen. So. Guck mal, was jetzt die erste Runde gleich sagt. Sechster, hinter Leclerc. Eine Sekunde Rückstand auf die Spitze. Upsala. Da bin ich nicht weg. Ja, doch, ich bin auf den Kopf gekommen und hab's auch. Ist mir, das ist ja bei Uhr plötzlich das Heck weggegangen. Ja, das meinte ich ja vorhin. Mit den Körbs musst du halt urstig aufpassen bei dem neuen Spiel. Da kommt ein Auto. Das ist mir ja vorhin auch passiert. Kurve 1, bin ich noch zu hart über den Körb innen. Da ist auch vorbei. Also nee, bei mir war es die Kurve bis vor es Richtung. Die Kurve bis vor es Richtung Hanadel geht. Und da bin ich halt mit dem Arsch ein bisschen auf den Kopf gekommen hinten und da hat mir so das Auto weggezogen glatt. Ich meine, ich bin nicht eingeschlagen, alles ist gut. Aber deswegen meine ich ja, man merkt halt wirklich sehr, dass in dem neuen Spiel halt Unterboden, Diffusor, ja, die Seitenkästen, dass das alles mit zu diesem ganzen Aero-Ding gehört und dass du halt den Abtrieb auch davon kriegst. Es wird witzig, wenn wir in Ungarn sind. Weil mit dem Todeskorb dort. Kurve 6 ist das, glaube ich. Da muss er höllisch aufpassen, das kann passieren. Ungarn mit auch so eine Strecke, wo du extrem viel arbeiten musst. So, gehen wir mal in die Box. Den ersten Versuch ist durch, der zweite Versuch war der hier, aber den habe ich mir selber ein bisschen weggehauen. Aber okay, alles gut. Ah, vorne rechts der Reifen, der hat schon ganz schöne Blasen, aber es kann durch den Dreher auch passiert sein. Also ich finde das neue Menü und alles viel ansehnlicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde allgemein das neue Spiel deutlich angenehmer vom Design her. Also von vielem eigentlich so ein bisschen, aber das ist halt immer noch so, du bist jetzt, du bist schon eine halbe Sekunde da, 27,9, da komme ich gar nicht ran momentan. Ich bin eine Sekunde hinter dir. Ich bin eine Sekunde hinter dir. Wo lasse ich denn das liegen? Eigentlich überall. Ich bin knapp dran an Alonso. Na gut, die Zeit wäre besser gewesen. Die Alonso-Zeit hätte ich gehabt mit dem 20. Aber momentan, du hängst ja gerade ein bisschen davor. Und wie gesagt, ich muss mal gucken, dass ich mich ein bisschen verbessere nochmal. Ich bin jetzt gerade auf P5 zurückgefallen. Ja, ich hab's gesehen. Ja, trotzdem, du bist halt trotzdem die eine Sekunde. Eine Sekunde vor mir. Und das ist eigentlich etwas, worauf ich mich nicht so. Dass ich nicht so auf mir sitzen lassen kann. Mein Rückstand ist okay, aber nicht eine Sekunde. Das ist ein bisschen too much. Da möchte ich als Teamkollege. Ja, ich muss ja. Ich habe ja noch ein bisschen. Ich habe ja noch ein bisschen zu liefern jetzt. 13. Meter nur zwischen den Alpinen. Oh, da muss ich noch was umstellen. Mit der Boxen links, dass ich nicht auf Dreieck rausgehe, sondern auf L2. Ich habe das auf Dreieck, ich komme damit zurecht. Ja, ich nicht. Ich habe es vorher auf L2 gehabt, das heißt, ich werde es mir auch wieder auf L2, dann sollte es eigentlich funktionieren. Mir ist nur gerade aufgefallen, ich muss die Streckenkarte wieder auf komplett stellen, damit ich auch weiß, ob da einer die Startziel runtergeschossen kommt. Ne, ich habe es immer auf Minikarte. Ich habe die Komplettkarte nur, wenn ich im Menü bin. So, Halbzeit. 9 Minuten noch.
Mal schauen. Es sind noch so 2-3 Minütchen, dann kommen wahrscheinlich auch mal noch die anderen Fahrer zu ihren zweiten Versuchen. Wir beide werden wahrscheinlich 3 fahren. Aber vor allen Dingen, ich muss noch mal ein bisschen ran. Kann doch nicht sein, dass ich hier immer im Mittelfeld rumhänge. Und ich wollte doch die KI hochstellen, aber ich glaube schon, passt es momentan. Ja, wie gesagt, man soll das nicht immer direkt beim ersten freien Training schon irgendwie. Nee, ich habe keine Schüsse einschätzen. Ja, alles gut, es war auch sehr überraschend, nein, dass es so war. Ich meinte mit der KI jetzt so. Naja, mal gucken, was jetzt passiert. Alter, du merkst jede Bodenwelle, ey, das ist heftig. We have 2 laps of fuel remaining. Die fährt ja wahrscheinlich jetzt schön Windschatten. Ich meine, es kommt nicht an deine Zeit ran, aber ich werde es verbessern. Ich werde zumindest mit den Alonso krallen jetzt. Wenn ich die Runde nach Hause nehme. Bis zur Sektor 2. Ja, mal gucken, wenn es hinten. Ja, eine Sekunde wird es nicht werden, aber vielleicht 05, 06. Hälfte. Ja, zwischen die beiden Aston Martin gesetzt. Hast du mal verbessern können? Ja. Wie viel da bist du jetzt? Dritter. Vor Verstappen und hinter Bottas. Okay. Nein, Hamilton ist wahrscheinlich vor. 1,27,5. 28,2,07 immer noch der Rückstand. Aber ich versuche nochmal. Ich will nochmal ein bisschen was nach vorne. Ich will zumindest in den Top 10 stehen können. Habe ich einen Alfa Romeo vor mir liegen. Wahrscheinlich Kimi. Mal gucken. Ja. Voll verschätzt gerade in der Kurve. Das kostet unnormal Zeit. Ich hatte schön 0,3 oder 0,4 Vorsprung. Kimi ist es. Fahrer vor mir. Stroll ahead. Their best lap time is a 1 minute 28.1. Achter. Jetzt habe ich mich zwischen die Ferrari geschoben. Hinter Leclerc vor Sainz. Ja, das ist schon wieder angenehmer. Weil ich stehst nicht so im Niemandsland, weißt du? Ja, mal gucken. Wichtig wären für beide Autos eigentlich gute Punkte mitzunehmen, um zumindest einen kleinen Vorsprung ins nächste Rennen nach Spanien zu gehen. Mal gucken, vielleicht landet wie ein Monster so ein Überraschungssieg oder so. Schön beim Heimspiel. Aber gucken. Soll ja schon vorgekommen sein. Wie gesagt, bin gespannt, was die Saison bringt. Wie erfolgreich sie wird. Ich glaube, ich habe den Vertragsmodus ausgewählt am Anfang, ne? Das heißt, wir könnten rein theoretisch auch den Weg, getrennte Wege gehen irgendwann. Aber mal schauen. Ja.
je nachdem, was wir für Angebote kriegen nach der Saison. Natürlich, wenn er am Anfang der Angebote von Mercedes bekommen muss, muss er ein bisschen überlegen. Ich glaube, in der ersten Saison direkt zu Mercedes zu wechseln, ich glaube, das ist ein bisschen hart. Aber mal gucken. Bist du irgendwo hinter mir? Sehe ich das gerade irgendwo? Weil Vorsicht, die gelbe Flagge bin ich am Anfang hier gerade irgendwo. Weil ich habe Benzin leer. Ich bin gerade wieder rausgefahren aus der Box. Okay, dann stehen wir uns nicht im Weg. So, Einfahrt, Boxeinfahrt ist 80. Hab's wieder abgefangen. Es wäre mir gerade fast das gleiche aus dem freien Training passiert, wo ich da abgeflogen bin. Ja, wie gesagt, der Abflug hat mich ziemlich überrascht. Ich habe einen Schlag hinten aufs Heck bekommen und war weg. Gut, dass die Auslauf, also meine Vorteil ist, dass die Auslaufzonen relativ weit sind. Also, auf einigen anderen Strecken wäre das Ende schon gewesen. So. Monaco? Ja, Monaco hat aber relativ wenig Curbs, was das betrifft. Aber Baku zum Beispiel hat durchaus einige Ecken. Monaco wird interessant mit Lenkrad. Ja, sagen wir mal, Monaco wird mit einer der härtesten Strecken, vor allem mental. Ungarn wird so eine richtige Arbeiterstrecke werden. Da wirst du relativ viel am Lenkrad arbeiten müssen. Checks complete. We're ready. Aber es macht Spaß. Das ist wirklich eine Spaßstrecke. Ich liebe solche Strecken. Belgien musst du ein bisschen aufpassen. Schön vor allem die Rouge hoch. Ah, liebe das. Da musst du nämlich schön zwischendurch mal vielleicht das Gas lupfen oder so. Sonst gehst du da nämlich, nachdem du da reinfährst, in welchem Winkel gehst du fliegen. So, probieren wir es. Letzter Versuch auf den Softreifen, 1,40 haben wir noch. Das heißt, wir sollten tun nicht sputen, über die Linie noch zu kommen. Sonst ist es nämlich vorbei mit uns. Zumindest mit dem Versuch, einfach noch eine schnelle Runde hinzukriegen. Fahrer vor mir. Ja. Gut, dass du es nicht verstanden hast. Chef, sei leise. Schade, es gibt keine Trophäe. Fahrer vor mir. Es gab bei den alten F1-Teilen nämlich eine Trophäe, Jeff sei leise. Ich weiß. Leclerc ist durchaus möglich noch. Der ist nämlich noch ziemlich auf der gleichen Zeit wie ich. Naja. Keine wirkliche Verbesserung. Keine zeitliche? Aber immer noch P3. Na, es waren 0,04 oder so, was ich jetzt noch... Ich habe schon Kurve 1 viel liegen lassen, da war ich schon plus 300. So, ich probiere es nochmal. Vielleicht eine Leclerc noch zu kassieren. Vielleicht Ricciardo noch. Mal gucken. Ab jetzt zählt's. Qualifying ist offiziell beendet. Die Zeiten zählen natürlich noch. Bestzeit Sektor 1. Mal gucken. Vielleicht ist es auch eine dicke Überraschung, dass ich mich damit noch reinmogel da vorne. Was hast du jetzt final für eine Runde gefahren, Rundzeit gefahren? 1,27,4. 25,4, da bin ich momentan dran an der Zeit. Ich habe jetzt 0,6 Vorsprung. Bottas, Hamilton 27,1, Bestzeiten. Die Mercedes legen nochmal vor. Da bin ich jetzt auf P5 zurückgefallen. Ja, ich glaube, deine Zeit kriege ich nicht mehr. Wenn ich die letzte Runde ein bisschen verkacke, kriege ich es nicht mehr. Wenn ich nicht in der letzten Runde Zauber kriege, ist er nicht mehr. So rum ist es richtig.
Fünfter. Deine Zeit habe ich noch. Aber auch im letzten Versuch. Ich habe nämlich zwischendurch noch mal ein bisschen verloren gehabt, sonst wäre es noch ein bisschen besser gewesen. Da stehen wir quasi direkt beide hintereinander, ne? Fünfter, Sechster, irgendwie sowas. Mhm. Mal gucken, was jetzt gleich die Zwischenzeiten sagen, was jetzt gleich die Endtabelle sagt. Ja, Fünfter, Sechster. Wie gesagt, ich... Vielleicht hätte ich einen Perez noch abgefangen. Das wäre möglich gewesen, aber... Da habe ich ein bisschen liegen lassen, ein bisschen zu sehr liegen lassen. Aber hey, ich bin zufrieden, definitiv. Hätte ich nicht gedacht, dass ich eigentlich so, dass ich doch nochmal nach vorne komme. Aber es wird ein. Wir müssen echt aufpassen in der ersten Kurve, wenn wir vor allem beide aufeinander kleben. Nicht, dass für beide das Rennen vorbei ist. Das wäre natürlich der absolute Mega-GAU. Oh, ich habe Interview. Großartige ich auch. Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja, definitiv, ja. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? Das Auto fühlt sich fantastisch an, da haben wir eine sehr gute Strategie und das ist der Plan. Ich glaube, ich nehme auf, dass das Auto sich auf der Strecke gut anhält. Es sieht anscheinend, als hätten Sie sich in dieser Saison ganz auf Forschung und Entwicklung konzentriert. Strapazierfähigkeit. Danke für den Kommentar. Hast du das Gleiche? Nö. Okay, das war's dann noch. Jetzt wird's spannend. Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir ein bisschen weiter auseinanderstehen, dass jeder sein eigenes Ding machen kann, aber jetzt beide auf der gleichen Ecke kleben, vor die dritte Reihe. Ist aber, finde ich, jetzt mit AlphaTauri nicht so unrealistisch. Ja klar, natürlich nicht. Alles gut. Es passt, es ist in Ordnung. Ja. Weil wir fahren ja auch auf realistische Leistung. Tolle Leistung im Qualifying. Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem Rennen weiter.